Hallo Leute, mein Name ist Stefan Fuchs, ich bin ein riesengroßer Pokémon-Fan und spiele regelmäßig auf Turnieren, wie zum Beispiel der großen Nintendo-Weltmeisterschaft. Deswegen beschäftige ich mich viel mit Pokémon, ihren Stärken und ihren Schwächen und zeige euch auf diesem Kanal Tipps, Tricks und Secrets zu Pokémon Schild und Schwert und vielen anderen Nintendo Switch-Spielen. Heute habe ich mich mit der Frage beschäftigt, welcher der drei Starter aus Pokémon Schild und Schwert ist eigentlich der beste und der stärkste? Zusätzlich natürlich auch noch die Frage, die nicht unbedingt dieselbe sein muss, welchen der Starter kann ich euch empfehlen? Und da habe ich jetzt das unterteilt in meine Empfehlung für Einsteiger, die zum allerersten Mal ein Pokémon-Spiel in den Händen halten, für alle anderen Spieler, die einfach nur zum Spaß spielen und wissen wollen, okay, welches Pokémon passt zu mir. Und zum Schluss natürlich noch für Profispieler, die gerne auf Turniere gehen, die wissen wollen, welcher ist rechnerisch der absolut beste, welchen sollte ich nehmen, wenn ich online im Ranglistenkampf bestehen will. Los geht's mit dem Video! Sobald ihr euer Abenteuer in Pokémon Schild und Pokémon Schwert gestartet habt, werdet ihr auch schon vor eine der schwierigsten Entscheidungen des ganzen Spiels gestellt. Der amtierende Champ Deleon fragt euch, ob ihr am liebsten ein Chimpiep, ein Hoplo oder ein Memmion haben wollt. Schnuffig sehen natürlich alle drei Starter-Pokémon aus, jetzt stellt sich aber die Frage, für welches dieser Pokémon solltet ihr euch entscheiden und gibt es eventuell auch ein stärkstes Pokémon unter diesen drei? Um diese Frage so gut es geht zu beantworten, habe ich alle drei Pokémon auf Herz und Nieren geprüft und in 5 Disziplinen gegeneinander antreten lassen. In diesem Video werde ich euch also nicht nur zeigen, welches dieser drei Pokémon objektiv gesehen das stärkste bzw. beste Pokémon ist, sondern auch eine Empfehlung für Einsteiger, durchschnittliche Spieler und kompetitive Profispieler abgeben. Die erste Kategorie ist vor allem für diejenigen Spieler unter euch, die vorher noch kein einziges Pokémon-Abenteuer bestritten haben, am allerwichtigsten. Nämlich, wie einfach fällt der Start mit dem gewählten Pokémon? Die Schwierigkeit am Anfang des Spiels ist dabei vor allem von den Typschwächen eurer drei Starter-Pokémon abhängig. Da Flugattacken von Vogel-Pokémon wie zum Beispiel Micro oder Käferattacken von Insekten-Pokémon wie zum Beispiel Raupi hier sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon sind, bekommt ihr, unabhängig von der Stärke der Attacke, mit eurem Chimpiep immer doppelt so viel Schaden von diesen Attackentypen als mit einem Hoplo. Das gleiche gilt natürlich auch für Elektroattacken gegen euer Memmion bzw. Wasserattacken gegen euer Hoplo. Bemerkenswert ist hierbei, dass ihr auf den ersten beiden Routen vor allem Käfer-Pokémon wie Raupi und Sensekt begegnet. Später kommt mit Voldi aber auch ein sehr starkes Elektro-Pokémon dazu. In Trainerkämpfen habt ihr es außerdem auch vor allem mit Käfer- und Flug-Pokémon zu tun. Für Spieler, die vorher noch kein einziges Pokémon-Spiel in den Händen gehalten haben, werden die Arenaleiter auch eine richtig große Herausforderung sein. In beiden Spielen ist aber die erste Arena eine Pflanzenarena, die zweite eine Wasserarena und die dritte eine Feuerarena. Da ihr bei der ersten Arena wahrscheinlich noch relativ wenige Pokémon zur Auswahl habt und nach dem Arenaleiter Yarrow schon die ersten ultrastarken Pokémon bekommt, werdet ihr in der ersten Arena wahrscheinlich die größten Schwierigkeiten haben. Und in der Pflanzenarena habt ihr entsprechend mit Hoplo einen starken Vorteil, da Feuer effektiv gegen Pflanze ist, und mit Memmion einen starken Nachteil, da Pflanze effektiv gegen Wasser ist. Somit steht Hoplo schon mal als Sieger unserer ersten Runde fest. Da die Typschwächen und Stärken einen extremen Einfluss auf den Ausgang eines Matches haben, wollt ihr natürlich immer mit einem Pokémon gegen den Gegner kämpfen, der eine natürliche Stärke gegen den Gegner hat. Deshalb fließt in unser Ranking des besten Starter-Pokémons auch die natürliche Resistenz gegen unterschiedliche Attackentypen mit ein. Ihr erhaltet hier zum Beispiel nur halben Schaden, wenn Hoplo von einer Pflanzen-, Feuer-, Eis-, Käfer-, Stahl- oder Feenattacke getroffen wird.
Bei Chimpip sieht es mit den Resistenzen hingegen nicht so gut aus. Hier erhaltet ihr nur halben Schaden, wenn ihr von einer Pflanzen-, Wasser-, Elektro- oder Bodenattacke getroffen werdet. Auch Memeon kann mit den 6 Resistenzen von Hoplo nicht mithalten, es hat genauso wie Chimpip 4 Resistenzen, hier aber nur halber Schaden bei Feuer, Wasser, Eis und Stahl. Da wir jetzt hier aber einen Gleichstand zwischen Memeon und Chimpip haben, gucken wir uns noch an, welche Typ Schwächen beide aufweisen. Memeon erhält doppelten Schaden von Pflanze und Elektro, während Chimpip doppelten Schaden von Feuer, Eis, Gift, Flug und Käfer erhält. Somit steht unser Rangtreppchen diesmal auch fest. Als nächstes ist für die Stärke der Starter-Pokémon natürlich auch die Attackenvielfalt wichtig, welche Attackentypen die einzelnen Pokémon erlernen können. So ist es zum Beispiel keine gute Idee, ein Feuer-Pokémon wie Arcani gegen ein Wasser-Pokémon wie Glurak antreten zu lassen. Da Arcani aber als Feuer-Pokémon trotzdem eine Elektro-Attacke erlernen kann, sehr schnell ist, demzufolge als erstes angreift und Gyarados durch Elektro-Attacken sogar vierfachen Schaden bekommt, ist es immer eine gute Idee, mit einem Arcani, das Elektro-Biss beherrscht, gegen ein Gyarados zu kämpfen und das in der ersten Runde gleich zu besiegen. Was können wir hieraus also lernen? Es ist immer besser, je mehr unterschiedliche Attackentypen ein Pokémon erlernen kann. Hoplo kann hier die unterschiedlichen Attackentypen Feuer, Normal, Psycho, Kampf, Flug, Boden, Käfer, Unlicht, Geist, Gift und Elektro erlernen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge und viel mehr, als ich bei den meisten Pokémon gesehen habe. Bei Chimpip ist es da schon etwas übersichtlicher. Es kann nämlich die Attacken von den Typen Pflanze, Normal, Unlicht, Kampf, Flug und Boden erlernen. Memeon hingegen beherrscht Attacken der Typen Wasser, Flug, Normal, Unlicht, Käfer, Eis und Psycho. Somit haben wir auch hier einen eindeutigen Sieger. Die vorletzte Kategorie sind die individuellen Fähigkeiten der Pokémon. Hierbei fällt die Entscheidung natürlich extrem einfach, da alle drei Starter immer grundsätzlich dieselbe Fähigkeit bekommen, nur abhängig von ihren Typen. Somit haben alle drei Starter die Fähigkeit, dass ihre speziellen Typen, also Feuer, Pflanze oder Wasser, um 50% stärker sind, wenn das Pokémon 50% oder weniger KP verfügbar hat. Das heißt, wenn ihr nur noch die Hälfte eurer Lebenspunkte übrig habt, werden eure Attacken entsprechend stärker. Die letzte Kategorie ist die Spielbarkeit in Online-PvP bzw. Rangkämpfen. Da es hierbei vor allem auf die Attackenvielfalt und die Geschwindigkeit des Pokémons ankommt, hat Hoplo natürlich schon mal einen kleinen Pluspunkt. Mit einer ordentlichen Portion Glück besitzt euer Hoplo sogar die versteckte Fähigkeit Libero. Diese Fähigkeit ermöglicht es euch, den Typ anzunehmen von der Attacke, die ihr gerade einsetzt. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, wenn ihr mit Hoplo als Feuer-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon kämpft, gegen das ihr eigentlich schwach seid, könnt ihr einfach Elektroball, die Elektro-Attacke einsetzen, ändert euren Typ zu Elektro und kriegt dadurch keinen zusätzlichen Schaden mehr von Wasserattacken. Außerdem habt ihr eine relativ hohe Chance, dass das gegnerische Wasser-Pokémon durch diese starke Elektro-Attacke sowieso innerhalb von einem Schlag besiegt wurde. Die versteckte Fähigkeit von Memeon bzw. seiner Weiterentwicklung kann sich aber auch sehen lassen. Memeon kann nämlich die Fähigkeit Präzisionsschuss beherrschen, wodurch einfach der Schaden von Volltreffern extrem gesteigert wird. Die Weiterentwicklung von Chimpip wird aktuell leider gar nicht im PvP gespielt, sodass wir hier auch ein eindeutiges Treppchen zusammenbekommen.
Für die abschließende Bewertung werden jetzt alle Sterne aus allen Kategorien zusammengezählt. Ich bin schon gespannt, wie das Rennen ausgeht. Der erste Platz scheint schon mal relativ sicher zu sein, aber Platz 2 und 3 sind natürlich auch noch wichtig. In Pokémon-Spielen geht es aber natürlich nicht nur um reine Mathematik, Zahlen und blanke Stärke von Pokémon. Wenn ihr also kein Einsteiger oder Profispieler, der unbedingt das stärkste Pokémon für Turniere haben will, seid, dann kann ich euch einfach empfehlen, dass ihr das Pokémon aussucht, welches ihr am süßesten findet. Hier hat jeder der drei Starter ein anderes Thema bekommen. So sind alle Hoplo-Weiterentwicklungen am Thema Sport angelehnt, vor allem an Fußball. Gortrum bzw. Chimpip und seine Weiterentwicklungen richten sich an das Thema Musik. Und Memmion mit seinen Weiterentwicklungen ist im Themengebiet Geheimagenten angesiedelt. Das war jetzt meine Analyse der drei Pokémon. Das Ergebnis sieht relativ eindeutig aus. Hoplo ist einfach mal um Welten besser als alle anderen Starter-Pokémon. Egal, ob es jetzt ums PvE, also das ganz normale Spielen in der Geschichte von Pokémon Schild und Schwert, oder das PvP, also die Kämpfe online gegen eure Freunde oder Spieler aus der ganzen Welt geht. Natürlich kann ich jetzt aber nicht sagen, Hoplo ist das Starter-Pokémon und jeder, der Hoplo nicht nimmt, der hat einfach eine schlechte Wahl getroffen. Das wäre einfach nur falsch. Ich sage ganz klar, wenn ihr Einsteiger seid und zum allerersten Mal Pokémon-Spiele in die Hand nehmt und euch da erstmal rantasten wollt, dann empfehle ich euch Hoplo als Starter, einfach aus dem Grund, weil ihr da am Anfang die wenigsten Probleme haben werdet. Ihr begegnet ganz, ganz selten mal Pokémon, die stark gegen euch sind. Das ist quasi nur in der Galarmine 1 der Fall, bis ihr die ersten Arena-Leiter besiegt habt und dadurch euch schon ganz viele unterschiedliche Pokémon zusammenstellen und fangen könnt. Wenn ihr hingegen ganz normal das Spiel spielen wollt, jetzt kein super Anfänger seid, der zum allerersten Mal Pokémon spielt, aber auch keinen Wert darauf legt, unbedingt im Online-PvP alle zu besiegen, dann sucht euch ein Pokémon aus, was euch am besten gefällt. Kommt, das ist ein Spiel und es soll Spaß machen. Das ist keine Mathematikstunde oder irgendwas anderes. Sucht euch das Pokémon aus, was euch am besten gefällt. Die Hoplo-Reihe ist an Sport angelehnt, hat das Thema Sport, vor allem Fußball. Die Chimpip-Reihe hat das Thema Musik. Der hat Drumsticks, bekommt später auch noch eine riesengroße Trommel in seiner Entwicklung dazu. Und das dritte, Memmion, Evolutionsreihe, Entwicklungsreihe, ist an das Thema Geheimagent angelehnt, was auch mega cool sein. Also mega cool ist. Ich selber habe auch ein Memmion in einem Spielstand als Starter genommen und in einem Spielstand Hoplo als Starter. Das spielt natürlich auch noch mit rein. Hoplo ist ein Hase. Memmion, würde ich sagen, so eine Art Amphibie, so ein Lurch, sowas in der Richtung. Und Chimpip ist natürlich ein Affe. Von daher, guckt drauf, welches Tier gefällt euch besser, welches Thema passt besser zu euch und entscheidet danach und nicht nach irgendwelchen Rankings bzw. Stärkeeinteilungen. Wenn ihr hingegen jetzt viele Turniere spielen wollt oder im Online-PvP starkes Team haben wollt, da kann ich euch definitiv Hoplo und seine Weiterentwicklungen extrem empfehlen. Daraus kann man sehr, sehr starke Teams machen. Hier aber auch wieder mein kleiner Exclaimer. Es gibt viel stärkere Pokémon als die Starter-Pokémon. Das heißt, sucht euch da am besten auch einen aus, der euch am besten gefällt. Nur weil Hoplo jetzt anhand der Kriterien der stärkste Starter ist, müsst ihr den nicht unbedingt nehmen, wenn ihr im Online-PvP später gewinnen wollt. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Pokémon, die besser geeignet sind als Hoplo. Ich habe euch oben bei dem i in diesem Video auch nochmal verlinkt, die Top 5 stärksten Pokémon in Schild und Schwert. Wenn ihr PvP spielen wollt oder online rankt, guckt das Video an. Da werdet ihr ein paar Pokémon sehen, mit denen ihr es leicht habt, online gegen eure Gegner zu gewinnen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war ein bisschen hilfreich für euch und unterstützt euch bei der Wahl eures Starter-Pokémons. Wenn ja, dann zeigt das doch bitte mit einem Daumen. Das hilft mir extrem viel weiter auf diesem Kanal. Empfehlt das Video auch euren Freunden weiter, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und solche Ratgeber toll findet, dann abonniert am besten diesen Kanal und drückt auf die Glocke. Dann kriegt ihr sofort eine Info, wenn ich einen neuen Tipp oder Guide für Nintendo-Spiele bzw. Pokémon Schild und Schwert gefunden und veröffentlicht habe. Bis dahin wünsche ich euch aber viel, viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!